Hallo, ich bin der Nico und ich begrüße euch auf meinem Kanal der Pusserfuchs. Wir sind heute wieder bei mir auf dem Hof und wir haben Frühling. Bei uns im Norden ist es immer ein bisschen kälter, aber die ersten Tiere haben schon angefangen zu legen. Meine Laufenten legen die ersten Eier, aber da möchte ich auch noch nicht brüten. Die Perlhühner haben auch schon das erste Ei gelegt. Und weil ihr alle so in Brutlaune seid, habe ich mal noch ein Archivvideo rausgesucht. Das habe ich noch gar nicht veröffentlicht. Und zwar die Perlhuhnbrut aus dem Juni letztes Jahr und wie die verlaufen ist, das zeige ich euch heute. Da habe ich ein paar Aufnahmen gemacht und wenn ihr das sehen wollt, bleibt ihr einfach dran. Wer noch nicht abonniert hat, lässt jetzt gleich ein Abo da und ich wünsche euch viel Spaß. Also. Und so beginnt sie, die letzte Brut für dieses Jahr. Ich habe hier nochmal eingelegt 47 Perlhuhneier, weil die in der Zeit, wo ich die andere Perlhuhnbrut hatte, ganz gut gelegt haben und da habe ich einfach alle Eier eingesammelt. Ich hatte noch einen Platz für ein Entenei und probiere das. Entweder fliegt das beim ersten Schieren schon raus, mal gucken. Aber ansonsten hatte ich ja die Erfahrung beim letzten, bei der letzten Brut gemacht, dass die Perlhühner und die Enten fast identische Parameter brauchen für den Brutapparat hier. Und deswegen probiere ich das aus. Also hätte ich jetzt noch mehr Platz gehabt, hätte ich noch ein paar mehr Enteneier reingemacht. Aber der Hauptaugenmerk soll hier jetzt erstmal auf die Perlhühner sein. Mal gucken, wie viel ich hier rausbekomme. Ja, jetzt wissen wir, spätestens ab Tag 25 müssen die auf die Schlupfhorde, ne? Lieber an Tag 24, denn beim letzten Mal waren am Tag 25 ja schon die ersten da. Also starten wir jetzt. Wir sind jetzt bei Tag 3 angekommen. Jetzt werden wir mal das erste Mal lüften und gleichzeitig, oh, was sehe ich hier? Das ist ein Riss. Ja, dieses Ei ist kaputt. Ja, seht ihr das? Könnt ihr das erkennen? Habe ich nicht gesehen. Hier gibt es Risse. Rausnehmen sofort. Gut. So. Und was ja bei der letzten Brut ganz gut lief, dass ich das mit der Sprühflasche ein bisschen feucht mache hier. Und dann muss man gucken hier, wenn die so ein bisschen verrutscht sind. Gut. Heute sortiere ich die noch nicht wirklich um. Lasse ich erstmal noch so. Das mache ich vielleicht morgen oder so, dass ich alle 2-3 Tage mal die Eier ein bisschen umsortiere. Äußeren nach innen und die inneren nach außen halt. So, erstmal 10 Minuten jetzt abwarten. Die 10 Minuten Lüftungszeit sind vorbei. Muss ich natürlich jetzt sehen, dass hier der Nippel, der blaue, in die Schiene reinkommt. So, schiebe das mal rüber. So, damit er das auch weiter wenden kann. Ne? Wir sind bei Tag 7 angekommen und das heißt, erste Mal schieren den ganzen Laden hier. So, machen wir jetzt mal ein bisschen Licht aus hier und dann geht das los. Wie üblich habe ich hier die Schierlampe vom Brühjahr am Start. Und dann wollen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich sortiere heute nur aus, wo ich ganz offensichtlich sehe, abgestorben, kaputt oder sondergleichen. Aber hier, das sieht. Ja, Tag 7 kann man bei denen noch nicht ganz so viel sehen. Hier ist, ja, hier ist schon mehr zu sehen. Alles gut. Ja, oh, hier. Hier ist schön zu sehen. Seht ihr das? Hier ist schön zu sehen. So soll es eigentlich aussehen. Aber ihr wisst ja, mittlerweile habe ich ja schon etliche Male geschiert, wenn sie so richtig aufleuchten, dann ist meistens Schrott. Aber bis jetzt habe ich noch keins gehabt, was so doll aufgeleuchtet hat. Ja. Die haben ja auch eine recht dicke und dunkle Schale, deswegen nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn man nicht gleich was sieht, so wie bei diesem hier. Ich denke, es ist taub, aber wir lassen es noch mit drin. Jupp, auch sehr gut. Richtig gut sieht es hier. Oh, Wahnsinn. So gefällt mir das gut. Aber die, schlecht zu sehen, lassen wir drin. Das ist gut, hier ist Leben drin. Eindeutig. Jetzt kommt das Entenei. Das hat Leben.
Lassen wir also drin. Der ist halt auch schön leben hier. Ja, tatsächlich habe ich jetzt nur ein einziges aussortiert, das hier. Das kriegen morgen wieder die Krähen, da freuen die sich. Alle anderen, da sind etliche bei, wo ich denke, vielleicht. Aber wenn ich mir nicht sicher bin, dann eben nicht. So, ich sprühe das jetzt noch einmal ein. Das hat sich ganz gut bewährt. Den Feucht halten hier mit der Sprühflasche. Und den Deckel rauf und dann geht die Brut hier schon weiter. Wir sind schon wieder bei Tag 14 angekommen. Und das heißt, heute das zweite Marschieren. Und heute werden wir wohl ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Da müssen wir schon einige raus. Beim letzten Mal habe ich ja einige drin gelassen. Ist ja schon wieder eine Woche her. 7 Tage war es ja das erste Mal. Jetzt Tag 14, eine Woche später, werden wir bestimmt genauer erkennen, ob da was da befruchtet und was nicht. Wie gesagt, die Schierlampe wieder am Start. Wir machen es mal ein bisschen duster. Auf geht's. Gut, jetzt wird's interessant. Jo, hier ist Leben. Das geht schon mal gut los. Also, ja, wunderbar. Da ist Leben eindeutig zu erkennen. Wunderbar. Nummer 2. Würde ich sagen, ist irgendwas, aber lasse ich noch drin. Nummer 3 eindeutig Leben. Nummer 4 ist abgestorben. Ist sehr gut zu erkennen, dass es abgestorben ist. Seht ihr den Ring hier? Gut. Also der kann schon mal raus. Für die Krähen. Hier sind, ja, hier ist was zu erkennen. Lassen wir drin. Sehr gut. Hier ist, der ist auch abgestorben, würde ich sagen. Oder sagt er nicht. Aber ist doch so ein Ring. Ach, ich lasse ihn noch drin. Wir haben ja noch einmal an Tag 21 wird nochmal geschiert. Aber das hier ist eine Blimse. Das sieht man, ne? Der ist nix. Der ist auch nix. Dieser hier, das irgendwas erkennen, aber schlecht. Lass ihn noch drin. Das ist Blindfisch, raus. Dieser hier, auch nichts, raus. Jo, da ist Leben drin, den lassen wir. Der ist taub. Sehr eindeutig zu sehen hier. Hier ist nichts. Dieser ist auch taub. Das ist auch taub. Okay. Mal gucken. Jetzt kommt die ganze Reihe, wo nur taube Nüsse sind hier. Hier ist irgendwas zu sehen, lassen wir drin. Der ist sehr dunkel, ja, schlecht zu durchleuchten, also lassen wir drin. Dieser hier, hat einen Ring, ist abgestorben. Dieser hier ist auch abgestorben. Der hat eindeutig Leben. Lassen wir drin. Leben, sehr gut. Boah, wunderbar. Auch sehr gut. Auch sehr gut. Auch sehr gut. Ha, hier ist sehr schön. Auch sehr gut, habe ich hier gerade Lauf hier. Das ist abgestorben oder nicht befruchtet, wie auch immer. Dieser hier, jo, da ist Leben drin. Dieser ist taub. Taub. Jetzt kommt das Entenei. Gucken wir mal. Oh, da ist Leben drin.
Leben, wunderbar. Taubenuss. Taub. Jo, Leben drin, wunderbar. Ja, der ist abgestorben. Leben, ganz gut. Auch Leben drin, wunderbar. Ja, 24 Perlhuhneier und ein Entenei sind jetzt noch übrig geblieben, wobei da noch einige Kandidaten bei sind, wo ich sage, okay, könnte noch eventuell beim nächsten Mal aussortiert werden. Ist immer noch okay. Aussortiert habe ich jetzt 21 Perlhuhneier, die teilweise abgestorben oder eben jetzt eindeutig nicht befruchtet waren. Alles gut, ich bin da immer noch sehr zufrieden mit. Ich werde die jetzt noch ein bisschen mehr verteilen hier. Ich habe jetzt zwei Bahnen frei, damit ich die einfach noch mal ein bisschen wechseln kann, immer ein bisschen besser. Oh, das Entenei packen wir jetzt hier mal hier. Und ich finde auch sehr gut, dass das Entenei tatsächlich mit befruchtet ist. Können wir gleich mal dann testen sozusagen, ob das wirklich vom Ergebnis her, die haben ja die gleiche Zeit, sage ich mal. Also die Enten schon, die Perlhühner sind bei mir auch letztes Mal gleichzeitig geschlüpft. Und das will ich hiermit jetzt mal ausprobieren. Ich habe das schon mal mit Enten und Fasane gemacht. Das hat auch gut geklappt. Habe ich gleichzeitig gebrütet. Das ging auch. Ne, denn online, wie gesagt, gibt es wenig zu finden für Temperaturen und Luftfeuchtigkeit zu den Perlhühnern. Und die sind fast identisch, was ich gefunden habe mit den Enten eben. Und deswegen denke ich, soll es da keine Probleme geben. Also, jetzt Deckel wieder rauf und dann geht's weiter, die Brut. Wir sind bei Tag 21 angekommen. Wie üblich morgens wird der Brüter erstmal gelüftet und nochmal eingesprüht. Meine Sprühflasche holen wir mal. So, da habe ich hier einfach hier so eine Sprühflasche. Sprühe ich die Eier einmal ein. Luftfeuchtigkeit war heute noch gut, also brauche ich keine Wasserrinnen auffüllen. Wie gesagt, Tag 21, ich werde noch zwei Tage warten und ab Tag 23 die Eier auf die Schlupfhorde tun. Und jetzt wie üblich erstmal nur 10 Minuten lüften und dann geht der Deckel auch schon wieder drauf und dann geht das weiter. Also so viel hat man da tagsüber nicht zu tun. Immer mal gucken, ich habe die Eier schon ein bisschen umsortiert. Ihr seht, das Entenei liegt jetzt zum Beispiel schon hier, weil immer die Rollen mal nach oben, mal nach unten. Dann werden die mal ein bisschen umsortiert. Ja, also so viel Arbeit ist es nicht. Es ist nur eine lange Wartezeit eben, ne? Ja, bei den Perlhühnern, beim letzten Mal ging der Schlupf ja am Tag 26 los und deswegen muss ich die Eier diesmal früher auf die Wendehorde tun, ne? Na, nicht auf die Wendehorde, auf die Schlupfhorde natürlich, ne? Deswegen mache ich das jetzt in zwei Tagen, am Tag 23. Wir sind bei Tag 23 angekommen und da in der letzten Brut, da war es so, dass am Tag 26 die ersten Küken geschlüpft sind. Und ich nicht wieder im Schlupf die Eier umstapeln möchte, lege ich heute die Eier auf die Schlupfhorde. Das heißt, nehme sie erstmal alle vorsichtig raus. Ich will jetzt mal hier auf die Eierpappe. So, vorsichtig raus. Ich habe letztens nochmal durchgeschiert. Da habe ich tatsächlich nochmal 5 Perlhuhneier rausgenommen, wo zu erkennen war, dass die nichts getauft haben, ne? Entweder abgestorben oder tatsächlich nicht befruchtet. So. Vorsichtig, so. Ich habe auch gesehen, heute Morgen war die Lufttemperatur ein bisschen runtergegangen. Das heißt, ich muss die Luftfeuchtigkeit sowieso erhöhen. Jetzt fülle ich alle drei Wannen auf hier. Also im Endeffekt habe ich mich jetzt an die Parameter ähnlich wie der Entenbrut gehalten. Ich habe nicht ganz so lange gelüftet, also bei der Entenbrut, da lüfte ich ja zweimal am Tag, eine Zeit lang 20 Minuten. Hier habe ich mal bloß 10 Minuten bis Viertelstunde gelüftet, aber mit dem Einsprühen, das war glaube ich auch ganz gut. So, jetzt kommt das Gitter wieder rauf. Schlupfgitter. Und da machen wir vorsichtig die Eier hineinstapeln. So.
Also nicht so viel kullern eigentlich. So, das Entenei, das war auch gut. Also beim Schieren, das war, sah richtig gut aus. So, wie viele Eier haben wir denn jetzt noch hier? 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. 19 Perlhuhneier und ein Entenei. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Bei der letzten Brut hatte ich ja 16 Küken rausbekommen. Ich bin, ja, ganz gespannt. Gut, machen wir den Deckel drauf und ich denke mal 3-4 Tage, dann ist die Brut vorbei. Ja, jetzt kommt der spannende Augenblick sozusagen. Also Deckel drauf, weiter geht's. Gut, wir sind am 28. Tag angekommen. Pünktlich haben die Perlhühner angefangen zu schlüpfen. Ich bin mal ein bisschen rein, das ist nicht so gut zu erkennen. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Wir sind bei über 80, also 88, fast 90% haben wir gerade Luftfeuchtigkeit. Die sind, ihr hört es ja, sehr mobil. Aber trotzdem lasse ich den Bruder jetzt den ganzen Tag noch zu. Ich denke, morgen früh werde ich die ersten Küken rausnehmen. Ich bin jetzt auch ein bisschen ruhiger. Ich verschwinde jetzt hier auch gleich wieder aus dem Schlupfraum sozusagen, damit die mich nicht hören, damit die anderen, die noch im Schlupf sind, nicht gestört werden. Jo, deswegen mache ich jetzt auch nicht auf, um jetzt die Luftfeuchtigkeit da nicht irgendwie abfallen zu lassen. Ne? Also ist wieder mal der Punkt, wo man sich in Geduld üben muss. Es ist soweit. Wir haben Tag 29, da ist das Gerät und es raschelt auch ordentlich da drin. Hier habe ich schon mal mir einen Korb hingestellt, wo die Küken reinkommen, weil die müssen ja jetzt umziehen in ihr neues Kükenheim. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie viel da geschlüpft sind. Müssen wir mal vorsichtig aufmachen. Das müssen wir abstellen hier. So, die aufmachen. Und jetzt muss ich aufpassen, dass mir keiner raushüpft hier. Ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich niemanden einklemmen hier. Hier Nummer 1. Ein Perlenküken. Nummer 2. Nicht so einfach, die sind ganz schön flink. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10. 11. 12. Zum Schluss gleich nochmal 2. Lavendelfarben. 13 und 14. Gut, jetzt haben wir 14 kleine Wusel hier drin. Bin ich doch ganz zufrieden über das Ergebnis. Ja, ich gucke gleich nochmal in Brüter rein, ob da noch welche angepickt sind, wie das da drin aussieht. Die mache ich erstmal zu, damit die nicht hier rausfühlen. Das Entenküken ist angepickt, sehe ich. Hallo, pull es mal vorsichtig ein bisschen an. Ist es nicht auf? Es ist was. Ja, oh ja, es bewegt sich, alles klar. Es ist noch im Schlupf. Also das funktioniert offenbar auch. Ich nehme mal die offenen raus hier. So. Mal sehen. Dann machen wir nämlich gleich den Laden wieder zu. Hier ist noch eine am Schlüpfen offensichtlich. Hier auch. Okay. Dann machen wir ein bisschen Feuchtigkeit hier rein und machen den Laden wieder zu. Ich habe jetzt die Eier extra nicht besprüht. So. Gut, also die Ente und zwei Küken schlüpfen noch. Mal gucken, ob die heute Nachmittag raus sind. Wie gesagt, Tag 29 sollte der Schlupf eigentlich durch sein, aber ja, Nachzügler. Und dass die Ente eben am gleichen Tag schlüpft, auch gut. Jetzt, dem gebe ich jetzt ein bisschen Geduld. Jetzt kümmere ich mich erstmal um die Kameraden, die hier drin sind. Jo, jetzt sind wir hier in meinen kleinen Extra-Schuppen. Das ist ganz gut, eben im Sommer kannst du eben hier auch die Küken drin halten, weil es warm genug ist. Draußen pfeift der Wind, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. So, ich habe jetzt schon mal eingerichtet die Platte, das habe ich gestern schon angemacht, damit es auch warm ist. Nochmal Temperatur, check sei mal, ich kühle mal unter. Alles gut. Ja. Dann kriegen sie natürlich Starter extra für Ziegelflügel. Das habe ich hier. Ich kann euch mal den Sack zeigen. Hier. So sieht das aus. Hier ist so ein Dolka.
Ne, Starter für Wachtel- und Ziergeflügel. Ne, das gebe ich den Küken hier jetzt am Anfang. Wasser ist klar. Ne. Gut, jetzt wollen wir gar nicht länger warten. Machen wir den Laden auf und dann werden die jetzt langsam umgesetzt. Gut, alle 14 hier rein. Das erste kriecht schon unter. Die werden das auch ruckzuck finden. Ich werde mal ein bisschen nachhelfen hier. Ein paar Unterschieben hier. Und hier unter. Hier unter, wo es schön warm ist. So. So, unterkriechen. Ja, jetzt sind sie natürlich ein bisschen verstört. Aus der warmen Bude raus. Hier ist natürlich etwas frischer. Hier unter mit dir. Da unter. Jetzt sind wir alle unter. Verfrachten hier. So, damit hier nicht eins noch Nachzügler ist und klamm wird oder so. Das wollen wir nicht. Wenn die erstmal wissen, wo es warm ist, dann geht das auch. So. So, komm, du auch unter. So, alle unter. Alles gut. Ja, wenn jetzt das eine oder andere nach unten rausläuft wieder, das ist nicht schlimm. Das geht so und so zu seinen Kameraden. Da können sie sich wehren. Alles gut. Gut, gestern Nachmittag habe ich leider nicht mehr geschafft nachzusehen. Ich war heute Morgen jetzt schon drin, habe schon in die Kiste reingeguckt. Um euch da ein bisschen was zu ersparen, habe ich schon mal einiges entfernt. Und zwar, ich kann es ja jetzt aufmachen. Hier sind noch zwei Pferdeküken nachgekommen. Aber leider hat es die Ente nicht geschafft. Die ist beim Schlupf stecken geblieben und ein Perlhuhnküken hat es auch nicht geschafft. Ja, zwei Eier sind gar nicht angepickt. Die gehen jetzt wieder für die Krähen. Und die beiden kommen jetzt zu die anderen. Und dann gucken wir mal. Jetzt habe ich ja dann auch wieder 16, wie in der Brut davor, auch wieder 16 Küken. Ja, die beiden sind ganz munter hier. Top. Bin ich sehr zufrieden. Also greifen wir uns die beiden mal. Mal gucken. Ui, komm, 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 komm. Groß, 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 groß. Ui. So, Nummer 1. Komm hier. So, da haben wir die beiden Kandidaten. Und jetzt werden wir mal schnell nach draußen gehen, also in den anderen Schuppen, wo ich die anderen habe. Und dann kommen sie zu den Geschwistern. Jo, beim Kükenheim angekommen. Da liegen ein, zwei Küken raus. Sind auch recht ruhig. Ich habe heute Morgen schon kontrolliert. Alles in Ordnung. So, und jetzt kommen die beiden Nachzügler dazu. So. Ja, Futterwasser nehmen sie auch beides gut an. So, da wird gleich mal geguckt. Da könnt ihr auch gleich mal den Größenunterschied sehen, was ein Tag ausmacht. So, jetzt natürlich ein bisschen verwirrt. Aus die warme Bude raus und jetzt sind es doch mal gerade weniger hier. Aber ja, alles gut. Ne? Wie gesagt, 16. Bin ich doch wieder sehr, sehr zufrieden. Ja, ihr seht, die sind jetzt auch nicht so scheu. Kommen sie alle mal raus. Wo, wer ist das? Mal gucken hier. Neue Mitbewohner. Ja, das waren schon die Aufnahmen von der zweiten Brut. Ich war da sehr, sehr zufrieden. Die Tiere sind mittlerweile alle erwachsen. Teil ist verkauft, Teil ist auch schon ja, in die Kühltruhe gewandert. Ne? Und heute kommt noch mal jemand, der holt noch mal zwei Hähne vom letzten Jahr ab. Ja, die wachsen bei mir gut ran. Ich bin sehr, sehr happy über meine Perlhühner. Finde ich ganz toll, dass ich da mir die angeschafft habe. Da werde ich auch die nächsten Jahre wohl erstmal beibleiben. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann helft ihr mir, hier den Kanal ein bisschen mehr aufzubauen. Euch kostet es kein Geld. Und bis dahin sage ich,
Bleibt alle schön gesund, bleibt neugierig, dann sehen wir uns auch wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.